Hallo, ich grüße euch. Ich wollte ein Video heute machen mal über Masters of Universe Origins, aber in der Vintage-Reihenfolge. Das heißt, ich persönlich sammle die Figuren von den Origins in Vintage-Reihenfolge. Ist mir wichtig so gesehen, weil die ersten Figuren die besten Figuren waren, die rausgekommen sind. Die anderen fand ich dann später nicht mehr ganz so toll, wie einige gesagt, nur Clamshamp und Rio Blast, was keiner haben. Aber wie gesagt, also von den Figuren von der ersten Wave damals 1982 bzw. 1983, da gab es 8 Figuren. Und ich habe alle hingestellt, die alle rausgekommen sind von der Origins. Einmal Skeletor ist rausgekommen, ein He-Man, der umfällt. Ein He-Man war damals erste Wave gewesen. He-Man, Zodek, Merman, Teela, Beastman, nicht umkippen, ich kippe gleich alle um. Man at Arms, hallo, da hinten ist der, genau, Man at Arms. Und Stratos. Das waren, wie gesagt, He-Man, Skeletor, Teela, Beastman, Zodek, Merman, Man at Arms, Stratos. Das waren die ersten 8 Figuren, die damals rausgekommen sind. Dann gab es noch eine, was heißt das nochmal, Mail-Order-Exklusiv, konnte man bestellen damals, Mail-Order-Figur. Das war Wonderblow He-Man. Das ist dieser gewesen, ist auch gekommen bei der Serie, leider nur bei Mattel Creation, nicht im Handel. Die Figur ist rausgekommen, 80er Jahre. Dann noch natürlich das Wichtigste von allen. Es kam 80er Jahre noch ein Castle Grayskull raus. Das gibt es auch mittlerweile von den Origins. Das ist auch rausgekommen. Und natürlich Battle Cat. Gibt es auch von den Origins mittlerweile. Und natürlich ein Wind Rider. Also kann man sagen, die Figuren Wave, der ersten Wave vom Frühjahr ist fast komplett, kann man sagen, aber nur fast. Ein Teil fehlt immer noch bis heute, das ist ein Battle Ram. Battle Ram ist nicht rausgekommen, finde ich sehr schade. Bei den Classics kam er damals sehr spät raus. Und ich würde wünschen, dass es mal nächstes Fall, das rauskommt, ein Battle Ram ist, weil mir die Reihenfolge wichtig ist. Wie gesagt, so gesehen, ich sammle jetzt ehrlich gesagt, mal sagen kann, ich habe die erste Wave vom Frühjahr habe ich komplett in Origins. Bisher fehlt nur Battle Ram. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und ich fand ein bisschen ärgerlich für einige Fans, dass Wonderblow He-Man da oder Wunder nur exklusiv gewesen ist bei Mattel Creation. Naja, das war also ein Video mal über die Masters-Figuren, die ich sammle. Ich sammle diese, wie gesagt, in der Vintage-Reihenfolge sammle ich die Figuren. Es ist immer wichtig, die Vintage-Folge einzuhalten. Und die Reihenfolge bei den Origins war ein bisschen chaotisch gewesen. Zum Beispiel He-Man, also Skeletor, He-Man war ja erste Wave, Beastman, Man at Arms erste Wave, Teela erste Wave, Evelyn, die war Vintage zweite Wave, die kam schon erste Wave raus. Ich überlege gerade jetzt irgendwie, ich glaube Stratos war dritte oder vierte Wave und Zodek war auch vierte, dritte, vierte Wave. Also die Figuren Merman auch. Also wie gesagt, die Figuren haben die Reihenfolge bei den Origins haben durcheinander gewürfelt ein bisschen, das ich ja schade finde. Aber wie gesagt, Hauptsache die erste Wave ist fast komplett an Figuren schon komplett rausgekommen. Nur halt, das nächste, was rauskommen müsste, wäre ein Battle Ram. Ich hoffe, der kommt im Handel und nicht bei diesen scheiß Mattel Creations, weil Mattel Creations kann ich nicht ausstehen, weil das Versandkosten, Zollgebühren, wie gesagt, dass jedes Mal 10 Euro mehr man zahlen kann. Das ist nicht so toll. Ich verstehe Mattel Creations nicht, dass Castle Grayskull immer noch 80 Euro kostet, wenn es gleichzeitig in Deutschland 30 Euro bei Smith Toys oder anderen Shops zu verkaufen ist. Das ist halt ein bisschen komisch, finde ich, an der ganzen Toyline. Das war, wie gesagt, die erste Wave von den Vintage in Origins. Ich mache noch mehrere Videos davon, zweite, dritte, vierte, fünfte Welt, dass alle Figuren da sind. Und ich wollte schreiben, was dabei noch fehlt an Figuren. Dann sag ich mal, bis bald und ciao. Ach, sagen wir mal, das sieht doch cool aus, wegen dass ihr mal so guckt irgendwie, dass dieses Diorama-mäßig, Castle Grayskull, finde ich voll cool. Also figurenmäßig, auch von der Größe her, das passt auch. Das ist besser als das alte Castle Grayskull, habe ich auch ein Video drüber gemacht. Das finde ich einfach nur genial, das nicht Fahrzeug, sondern die Burg. Okay, bis bald, sage ich mal, ciao.